Snow Plowing Simulator, der Prolog, also quasi die Early Access von der Early Access, ist aktuell umsonst. Als erstes, was ich gemacht habe, ist erstmal die Grafik aufs Maximum zu drainen und die Sprache zu machen, also hier die Zunge übersetzt. Google Translator lässt grüßen, sehr schlechter Google Translator. Und natürlich Audio habe ich die Musik erstmal ausgemacht, weil hier war alles auf Maximum gedreht. War ganz schön laut, muss man wirklich sagen. So, Fahrzeugsounds können wir vielleicht ein bisschen lauter machen. So, mal gucken, was hier. Der Winter hier ist ja schon fast vorbei in Deutschland. Dementsprechend werden wir jetzt spielen im Winter als Schneeräumungsunternehmen. Spielmodus realistisch, Werkzeug, man, Spielfähigkeit realistisch, Spielergesundheit, oh, keine Krankheit, ich habe das gesehen bei Gardaroll, ich habe kurz einmal reingeguckt und das hat ja richtig genervt mit der Krankheit. Fahrzeughaftung realistisch. Vision, bla bla bla. Ich glaube, das lassen wir einfach alles so, wie es ist. Let's go. Oh, hier sind wir. So, denn... ein Tutorial. Okay. Oh, alles voll Schnee hier. Schnee vom Weg zum Büro wegräumen. Auf jeden Fall. Müssen wir einfach darüber? Es reicht doch auch, wenn ich hier fünfmal rüberlaufe. Guck mal. Wenn ich hier dreimal rüberlaufe, dann ist der Schnee auch weg. Oh Gott. Gib mir doch nicht zu viele Informationen auf einmal. Wie räume ich denn den Schnee weg? Presse E, um das Equipment zu sehen. Ich habe kein Equipment. Hallo. Eine Schneeschaufel für 50 Dollar. Kaufen bitte. Was kann man hier? Oha, guck mal hier, Flüge. Wahrscheinlich für unseren Truck. Kleidung. Aber aktuell Standard, ne? Essen ist ja auch nicht ganz unwichtig. Was gibt es denn hier Schönes? Spaghetti. Ramen. Ich ernähre mich hier die ganze Zeit nur von Ramen. Wenn ich das hier bei mir in der Umgebung schon nicht bekomme. Und hier, ja, genau, Husten und sowas, das ist ja für uns kein Problem. Also was wir machen können, halt ist hier so Tee und sowas. Für falls, wenn uns zu kalt ist. Aber eins nach dem anderen. Hallo. Oh, cool. Ah, jetzt kann ich Schnee schippen. So, gebt mir die Schippe. Leute, der geht auch von alleine vorwärts. Das heißt, ich halte jetzt einfach nur meine Maus gedrückt. Und der schippt jetzt hier frei. Cool. Guck mal, hier liegt Geld rum. Geld. 500 Dollar. Ha. Dann würde ich im echten Leben auch mehr Schnee schippen. Also... Der ist ganz schön pingelig, der Spiel, muss man wirklich sagen. Ich zeig euch mal, was ich noch aufsammeln muss. Also ich finde, da könnte das Spiel ein bisschen nachsichtiger sein. Hier, da, der kleine blaue Punkt hier, den brauche ich noch. Den kleinen blauen Punkt hier. Also im Real Life hätte ich das nicht geschippt. Also da hätte ich gesagt, ist mir egal. Aber noch 0,1%, na 0,2%. Ah, wir sind fertig. Schön, guck mal, die Aufgabe ist erledigt. Kaffee. Jo, hätte ich gerne. Hab ich jetzt? Hab ich? Ah. Oh, meine Thermoskanne ist eingetroffen. Hallo. Da, so. Oh, hier ist der Thermoskanne. Kann ich die Thermoskanne jetzt irgendwie voll machen? Ja, ich möchte noch einen Becher trinken. Ich kann jetzt Schaber kaufen. Oha. Bin ja sehr gespannt. Gib mir den Schaber. Okay, ich soll jetzt unsere Auffahrt machen. Ich glaube aber, ich habe eben gesehen, ab 10% könnte ich den abgeben. Okay, okay, cool, cool. Das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das schneller geht als eben. Aber wir versuchen es mal. Aber wie gesagt, ich glaube, ab 10% kann ich es abgeben. Wir versuchen es einfach mal, ne? Doch nicht, okay. Dann schieben wir mal.
Let's go. Ich frag mich jetzt, wo es grün angezeigt wird. Das reicht. 4 von 5 Sternen. Damit gebe ich mich doch zufrieden. So. Dann wollen wir mal gucken, was sagt denn hier eigentlich der Schlüssel? Der Privatraum. Ah, wir haben einen Kleiderschrank. Und... ah. Der Schlüssel für ein Pickup. Meine Geschichte. Noch eine Karte. Okay. Und... achso, der Kleiderschrank. Da könnten wir uns umziehen, wenn wir Kleidung hätten. Ja, nicht so spektakulär hier. Nimm eine Microwave. Irgendwelche Codes. Ha, wir können raus! Freedom, 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 Freedom. Kriegen wir jetzt Aufträge? Irgendwas. Gib mir Jobs. Alter, mit was für ein Sound? Kann ich die Kamera irgendwie wechseln? Boah, der Sound ist ja fürchterlich. Oh, driften. Yay! Oh Gott. Was passiert eigentlich, wenn wir so einen Unfall bauen? So, hier müsste der Auftrag sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Parken wir mal hier. Ich glaube, Motorsound müssen wir ausmachen, wenn das jetzt überall so ist. Hallo? Ich bin hier der örtliche Schneeräumungsdienst. Ah, wir können Traktor benutzen. Cool. Let's go. Warum fährt er jetzt nicht? Nee, der bleibt einfach nur hängen. Schön. Ah. Schieben wir alles zum Nachbarn, oder? Warum kann ich eigentlich nicht nach hinten gucken? Ah, guck mal, wir können auch hier die Kamera wechseln. Okay. Boah, Steuerung. Kommt man die Steuerung nicht auf realistisch stellen? Ist das die realistische Steuerung? Ich wünschte, wir könnten nach hinten gucken. Das ist doch total unrealistisch, dass man nicht nach hinten gucken kann. Aber wie gesagt, das ist ein Prolog. Heißt, das ist ja quasi eine Beta vor der Beta. Ein Teil vom Spiel. Zum Glück umsonst. Ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, Geld würde ich hier nicht für ausgeben. So, ich mache hier mal fertig. Hey, kriegen wir noch mal richtig Prozente zusammen. So, hier kriegen wir dann schnell die 90% zusammen. Wir wollen bestimmt auf ihrer Bank sitzen, da kann ich mir gut vorstellen. Das können wir aber auch sehen, indem wir einfach Q drücken und dann sehen wir, wo wir überall noch schaufeln müssen. Hier müssen wir noch schaufeln. Ja. So kommen dann die Prozente auch zusammen. Jedenfalls gibt es diese Hilfestellung. Es gibt natürlich oben auch die Karte, aber da kann man die Details nicht sehen. So, und dann schaufelt man sich hier so ein bisschen zurecht, bis man, ja, je nach seinem eigenen Anspruch, ich habe jetzt für mich gesagt, 90% sind komplett ausreichend. Wenn wir 90% haben, dann sind wir gut dran, sag ich mal. Dann habe ich meinen eigenen Anspruch geschafft. Und dann muss das dem Kunden auch genügen, weil ich bin nicht Mr. 100%, sondern Mr. 90%. So, in dem Fall 91. Okay, wir geben ab. Bam. Ja. Nice. 3 Sterne. Wir waren wohl nicht sehr gut. Ah, ich habe aber etwas Geld verdient. Schön. Es sind neue Werkzeuge im Laden aufgetaucht. Ich leihe den meinem aus, okay? Ich bringe den bestimmt irgendwann wieder. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, erstmal ein bisschen Schnee schieben hier auf der Straße. Bis zu meinem Laden. Danke für den Rasenmäherträger. Sie werden es nicht bereuen, mich beauftragt zu haben. Den kriegen Sie mit Sicherheit irgendwann wieder. Haha. Dachten Sie. Was gibt's denn? Ah, hier ein Schaber auf Rädern kaufen wir natürlich. So. Ich glaube, da oben ist es. Warum haben wir nicht so viel Schnee verloren? Schieben wir es einfach zur Seite und das war's? Und
Mehr ist nicht, oder was? So, hier müsste das sein, würde ich sagen. Steigen wir mal ab von unserem hohen Ross. Ah, hier können wir aufmachen. Jo. Oh, einmal rundrum komplett. Okay. Können wir hier auch noch irgendwo... Ah, guck mal, hier ist noch ein Tor. Bam. So, dann würde ich sagen, schieben wir hier noch eine Runde, ne? Ah, Tastenbelegung. Wenn man eine andere Tastenbelegung gewöhnt ist, ist es teilweise echt anstrengend. Okay, runter die Flossen. Und ja, ich... Oh, wir bleiben irgendwo hängen, okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir hier nochmal große Aufträge bekommen. Weil ich sag mal, hier gibt es jetzt 300 Euro für, glaube ich, oder 250, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auch für den Auftrag eben gab es ja nicht so viel Geld. Und bis man sich da dann mal so einen großen Schneepflug zusammengespart hat, das dauert natürlich eine ganze Weile. Und ob man das bei diesem Spiel machen möchte, das wage ich jetzt ehrlich gesagt auch zu bezweifeln, weil ich will ehrlich gesagt, ich bin jetzt bei 40 Minuten im Spiel, das ist jetzt quasi der vierte Auftrag, wenn man die Aufträge ja, bei sich zu Hause mitzählt. Und es macht jetzt nur so mittelmäßig viel Spaß, will ich ganz ehrlich sein. Und schon wird es dunkel. Ne, ich glaube, hier gibt es nirgendwo was zu finden. Wir fahren zurück zu unserem Häuschen. Und man sieht es auch echt schlecht, ne? Kann man irgendwie, wenn wir jetzt die Map öffnen... Oh, hier ist ein Fragezeichen, guck mal. Okay. Da leuchtet was. Okay. Alles klar. So. Und was bist du? Ein Artefakt? Ah, ja, okay. Okay. Finden wir noch mehr irgendwie auf der Map? Es gibt noch kein weiteres Fragezeichen. Aber es gibt mehrere... Guck mal, die beiden Aufträge haben wir gemacht. Jetzt ist hier ein Doktorhaus. Wahrscheinlich auch ein neuer Auftrag. Okay. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Spiel haltet. Ich bin ehrlich gesagt... Wer ich sein... Ist ein Trash-Game. Also... Ja, es ist das, warum Simulatoren vor, ich sag mal, vor 5 bis 10 Jahren noch extrem unbeliebt waren. so ist das, ne? Oder warum man sich über Simulatoren lustig gemacht hat. So, das ist so der Grund dafür. So, ich glaube, das ist jetzt hier. Ist das richtig? Wir gucken mal auf die Karte. Da scheint das Haus hier zu sein. So, dann steigen wir mal ab, machen das Tor auf. Und erfahren, dass wir hier Schnee pflügen müssen. Ich glaube, hier müssen wir einmal rundherum fahren. Hier soll so ein Kreisel sein. Versuchen wir mal. Mit Schwung geht das schon. Oder auch nicht. Also ich sag mal, den kostenlosen Prolog kann man sich an für sich mal geben. Ja, aber würde ich dafür Geld bezahlen? Eher nicht so, ne? Also... Wenn das jetzt... Also ich weiß ja nicht, wie umfangreich das Spiel wird, aber im Grunde werden die Fahrzeuge allerhöchstens ja nur noch größer und das war's denn. Also wie viel Geld wird man für sowas ausgeben? Natürlich steckt auch hier drin Arbeit, das ist ganz klar. Da brauchen wir jetzt nicht so tun, als ob das hier nicht mehrere Stunden gedauert hätte. Mehrere Stunden ist gut. Also natürlich sind es mehrere Wochen im Endeffekt. Monate, wahrscheinlich für eine Person sogar mehr über ein Jahr, die hier drin entwickelt wurde. Aber es steht ja auch in Konkurrenz zu anderen Games in halt einer gewissen Preisklasse. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen... Tendenziell ist das denn ja auch hier nicht so gut, ne? So, ich glaube, hier hinten sind wir fertig. Dann fahren wir mal nach vorne nochmal. Das muss reichen hier hinten. So, Mr. 90% ist back. Wir haben geschoben. Das muss reichen.
Unsere drei Sterne kriegen wir. $300. Wir haben fast eine Tonne an Material bewegt. Ah, ein Fragezeichen. Ha, werden wir ein neues Artefakt finden? Wer weiß das schon? Dann gehen wir da doch mal hin. Zum Bach. Irgendwo hier unten. Alte Schaukel oder so. Ah, hier, guck mal. Das ist wahrscheinlich noch gesprochen hat, okay. Oh, da läuft. Da. Guck mal, Bigfoot! Bigfoot! Ja, ich kann nicht schwimmen, das stimmt schon. Bigfoot. Okay. Und das, damit haben wir den Prolog erledigt. Da ist Bigfoot und da hinten ist eine Höhle. Cool, cool. Wir haben Bigfoot gesehen. Leute, das schien jetzt der Prolog gewesen zu sein. Also quasi die Vorschau vom Spiel. Fazit ist, ja, kann man sich einen Abend mal mit beschäftigen. Wenn es nicht zu teuer ist, und 10er meinetwegen. So als kostenloser Prolog. Ganz witzig. Wenn man auch erstmal rausgefunden hat, dass man nicht 100% erreichen muss, geht das auch voll klar. So, hallo. Ich gehe zurück zur Arbeit. Okay. Ja, nee, da das war's und irgendwie dass der Prolog beendet ist, beende ich auch das Video. Euer Fazit könnt ihr selber bilden, mein Fazit habt ihr gehört. Bis dann, danke und ciao. Achso, ein Däumchen wäre fantastisch.